In den Rückblick in den Monat Oktober starten wir mit einem Zeichen für das Klima. Zum globalen Klimastreik wurde aufgerufen, so auch in Grimma. Symbolisch 5:12 läuteten bereits die Glocken in der Grimmaer Frauenkirche. Auf dem Markt folgte ein Programm mit Rede- und Musikbeiträgen, ob von Schülern, Politik oder der Kirchgemeinde. Zu der Fridays for Future-Bewegung gehören längst nicht nur Schüler, die die Schule schwänzen wollen. Sollte, hätte, könnte, würde. Einfach mal machen. Wer hat sonst den Mut, seine Stimme zu erheben? Die Unternehmer, die in unserer Gesellschaft an immer mehr Profit arbeiten müssen, um zu bestehen? Bürger, die sich mit der Situation abgefunden haben? Die Jugend geht voran und zieht mit. Sichtbar sein, darum geht es. Auch gerade, weil die Aufmerksamkeit abnimmt. Kein Grad weiter, skandieren sie. Es muss sich etwas ändern in der Politik und im Handeln eines jeden Einzelnen. Ansonsten ziehen künftig dunkle Wolken auf. Stürmische Zeiten waren es auch damals 1989 und 1990. Deutschland singt, hieß es im Rahmen des 30-jährigen Jubiläums der Wiedervereinigung. Vielerorts wurde gefeiert, so auch in Brandis. Gemeinsam mit dem Bürgerverein Brandis organisierte die Stadt die Festveranstaltung. Ein gelebtes Miteinander, auch in Zeiten von Corona. Der Abend sollte Mut machen. Etwas Einmaliges ist in der Geschichte geschehen, die friedliche Revolution. Dieses Wunder soll gemeinsam gefeiert und damit bewusst ein Zeichen der Dankbarkeit gesetzt werden. Unter dem ständig scheinenden Kerzenschein wechselten sich der Gospelchor, die Kantorei und das Bläserquintett mit verschiedenen Redebeiträgen von jung bis alt ab. Man erinnerte sich zurück an jenen kritischen Tag. Bleib zu Hause, du hast Familie. Ich bin gegangen. Mit einem großen Gefühl, begleitet von Angst, beschreibt Pfarrer Seidel. Noch immer steht die Frage im Raum, warum kein Schuss gefallen ist. Und ich sage Ihnen eins, es waren die Friedensgebete. Wir haben nie so tief und innig gebetet, wie in dieser Zeit für einen friedlichen Ausgang. Und die 70.000 sind friedlich geblieben. Über eines waren sich alle Generationen einig. Über Frieden kann man nie genug singen. Und so folgte ein Lied voller Hoffnung und Entschlossenheit. Ein Lied, welches auf beiden Seiten der Mauer erklang, mit einem Text, der Mut machen kann, auch heute, angesichts der Spannungen und Schwierigkeiten. Ein emotionaler Abend in Brandis. Was die Redner noch mitgaben? Etwas bescheidener sein, dankbarer. Uns geht es doch gut. Auch in Corona-Zeiten kann man zusammenstehen. Jeder einzelne Stern kann etwas bewirken. Unter vielen noch mehr. Gemeinsam lässt sich noch so vieles erreichen. Das zeigt sich auch in Fremdeswalde, wo die Jugend sehr aktiv zusammensteht. Hier ist ein urbaner Jugendclub seit 39 Jahren am Wirken. Davon überzeugte sich Landrat Henrik Reichen im Rahmen seiner Unternehmensbesuche. Oberbürgermeister Matthias Berger präsentierte einige der durchgeführten Projekte vor Ort, wie den Spielplatz und die ökologische Straßendurchführung, und legte gleichzeitig die verworrenen Wege der Förderung dar. Der Jugendclub geht auf die 40 zu. Zurzeit finden sich bis zu 27 Jugendliche zu den Öffnungszeiten im Dorfgemeinschaftshaus ein. Dass alle da sind, ist eher selten. Allerdings hat der Club auch eine Magnetwirkung auf umliegende Orte. Das Clubvolk kommt somit nicht nur aus Fremdeswalde. Viele Projekte sind hier in Arbeit und noch viel mehr hat die Jugend hier noch vor. Reges Treiben herrscht auch im und um den alten Kuhstall im ehemaligen Stadtgut Grimma, dem ältesten Haus der Stadt. Die Buchkinder arbeiten fleißig an ihren Werken, die sie nun durch die Eröffnung der Schaubuchbinderei noch realitätsgetreuer umsetzen können. Die Kinder lernen hier schon in jungen Jahren, sich auf vielfältigste Art auszudrücken. Im Projekt spielt auch die künstlerische Komponente eine Rolle. Zu jedem Text gibt es eine Illustration. Von der Idee bis zum fertigen Buch können die Kinder sämtliche Schritte selbst durchführen. Ein Grimmaer Start-up, wie Oberbürgermeister Matthias Berger das Projekt nannte, ist hier entstanden. Neu, aber mit alter und wertvoller Tradition. Grimma hat eine Buchbinder- und Drucktradition, sodass die Stadt die Ansiedlung im alten Stadtgut ermöglichte.
Voller Leidenschaft zeigte der Buchbindermeister Dieter Joost die Kunst des Buchdrucks an den alten, originalen Maschinen. Gleich spannend für alt und jung. Ein Kinderkulturraum soll hier entstehen. Ein Ort, an dem Kinder Kultur erleben können und der offen steht für jeden, der mit Kindern kulturelle Projekte umsetzen möchte. Ein schöner Abschluss für den Monat Oktober.